ja heute Morgen sind wir einige Stunden gefahren, um jetzt in Nordnorwegen angekommen zu sein, knapp unterhalb des Polarkreises. Und wir haben dann eine kurze Wanderung unternommen und sind in die Nähe von der Rabothütte gewandert. Und hier ist man direkt am Gletscher und hoffentlich haben wir einen tollen Sonnenuntergang. Die Sonne steht sehr, sehr vielversprechend. Ja, und wir versuchen bis 23 Uhr auszuhalten und vielleicht haben wir auch morgen zum Glück mit einem schönen Sonnenaufgang. Trotz der eisigen Temperaturen, die einen an den Winter in Deutschland erinnern ließen, haben wir es dann tatsächlich abends noch aufgemacht zur Rabothütte und wollten von dort aus den Sonnenuntergang beobachten. Leider ist es nicht ganz so schön geworden, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber nichtsdestotrotz hatten wir eine wunderschöne Aussicht auf die umliegenden Gletscher. Das nächste Ziel auf unserem Roadtrip war der Rago-Nationalpark. Hier machten wir eine zweitägige Wanderung, 24 Kilometer waren es insgesamt. Am ersten Tag sind wir relativ lange gelaufen, 18 Kilometer, um zu einem Wasserfall zu kommen, der sich den Berghang hinunterstürzt. Und hier haben wir eine richtig tolle Aussicht und einen wunderschönen Sonnenuntergang gehabt und konnten den Abend so richtig genießen. Wir machen heute Morgen mal ein Porridge und haben dafür hier in der Nähe Beeren gefunden und im Kochtopf köchelt gerade oder fängt gerade an, die Milch ein bisschen aufzukochen, damit es eine schöne, leckere Morgenmahlzeit gibt. Nachdem wir gestern den Tag noch in Bodø verbracht haben, sind wir heute Morgen zum Hafen gefahren,
in Bodø und sind mit der Fähre rübergesetzt auf die Lofoten. Das hat etwa 3 Stunden gedauert. War auch relativ angenehm. Zwar teuer, aber angenehm. Und jetzt sind wir auf den wunderschönen Lofoten und wollen später noch ein bisschen wandern gehen, auf den Rheine bringen und ja, schauen uns jetzt noch Rheine an. Nachdem wir 1700 Stufen und ein wenig Kraxelei hinter uns gebracht hatten, sind wir auf dem Rheinebringen angekommen und wurden mit einer wunderschönen Aussicht auf Rheine und die umliegenden Ortschaften belohnt. Da das Wetter es am nächsten Tag sehr gut mit uns meinte, sind wir dann nochmal auf einen Berg, den Kivilporten, gewandert, um von dort aus noch eine weitere schöne Perspektive auf die Lofoten zu erhalten. Übernachtet auf den Lofoten. Hier ist so eine kleine Hütte und wo alles Mögliche an Zeug herumsteht, was ziemlich interessant aussieht. Es ist sogar ein Ofen da. Und das war wohl früher mal eine Bar. So sieht es zumindest mal aus. Und heute ist es frei zugänglich. Das wäre es also auch schon mit Episode 2 von unserer Videoreihe. Liked und kommentiert das Video gerne. Ihr könnt auch natürlich unseren Kanal abonnieren, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Und im nächsten Video geht es unter anderem noch nach Senja und dann fahren wir nach Finnland und nochmal nach Norwegen. Also seid gespannt.